Ja, hallo liebe Leute, wieder mal eine Folge Fishing Planet. Und zwar aus gegebenen Anlass. Gestern kam ein 1,5 GB großes Update mit neuen Ausrüstungsgegenständen und den Wettbewerben, die man jetzt selbst erstellen kann hier. Wettbewerbe von Benutzern. Das werde ich euch einmal zeigen. Ah, da ist gerade eins in Gange. Drei von drei Leute machen da mit. Aha. Gucken, um was es da geht. Das ist am White Moss Lake. 15 Minuten lang. Startgeld 100. Mindestens Level 3, höchstens Level 50. Mehr geht ja auch gar nicht. Regelwerk, Gesamtgewicht. Also wer das höchste Gesamtgewicht hat, gewinnt. Fische müssen behalten werden. Und das Ganze an einem Tag mit Niederschlag, minus 1 Grad. Und Crankbait ist nicht erlaubt. Setzcatcher ist erlaubt. Und außer Crankbait ist wahrscheinlich jeder Köder erlaubt. Amerikanischer Seesaibling ist der Zielfisch. Und ja, wie man ganz sich selbst eins erstellt, zeige ich euch hier. So sieht das Fenster aus zum Erstellen. Da gibt es einmal hier die Schablonenseite. Da kann man diese vorgefertigten Wettbewerbe, die es da schon gibt, übernehmen und selbst definieren. Na, entweder als Einzelkämpfer, als Gruppe, zwei Gruppen gegeneinander oder Duell 1 gegen 1. Ja, das hatte ich ja schon gezeigt. Genau, das sind die verschiedenen vorhandenen Wettbewerbsarten. Dann hier Datenschutz, was das mit Datenschutz zu tun hat. Naja, kann man entweder offen, also wo jeder sich anmelden kann, oder privat. Privat kann man dann ein Passwort vergeben, das Passwort dann an seine Freunde verteilen, dann können auch nur die teilnehmen. Hier kann man das Startgeld bestimmen. Na, kann man hier rauf runter oder auch hier reinklicken und sagen wir mal 1000 Euro. 1000 Credits. Na, zack. So ist. Wieso 300? Ich habe doch 1000 reingeschickt. Habe ich doch nicht 1000? Achso, maximal. Bei der Variante ist maximal 300. Alles klar. Preispool. Da kann man dann noch selbst was in den Topf schmeißen. Und bestimmen, nach welchem Kriterium das aufgeteilt wird. Entweder erster Platz 50%, zweiter Platz 35%, dritter Platz 15% oder erster Platz 60%, zweiter Platz 30%, dritter Platz 10% oder erster Platz 80%, zweiter Platz 15%, dritter Platz 5%. Ja, angekiester Wels ist natürlich automatisch Whipping Willow, Mudwater. Hier kann man dann das Level bestimmen, von welchem bis welchem Level man teilnehmen darf. Hier die maximale Anzahl der Spieler, zwischen 1 und 200. Obwohl, kann man noch mehr? Ja, also man kann sogar noch mehr. Dauer zwischen 15 Minuten und 4 Stunden kann man da einstellen. Ups, und dann auch noch, ob manueller Start oder geplanter Start, dann kann man hier Uhrzeit, Datum einstellen. Das ist fest definiert hier bei Angekister Wels. Das ist auch alles fest definiert. So, und dann gibt es hier die fortgeschrittene Variante. Da kann man alles komplett selbst bestimmen. So, und dann mache ich jetzt mal ein Beispiel. Nämlich mal ein Duell. Zwei Leuten. Das Ganze privat. Mit dem Passwort
FZ. Startgeld lassen wir mal auf 100. Preispool packe ich noch 100 dazu. Das Ganze an Emerald Lake. Emerald Lake ist Level 18, glaube ich, oder? Ne, Level 12. Also machen wir von Level 12 bis Level, na doch, lassen wir mal auf 50. Das Ganze geht 30 Minuten. Bei sonnigem Wetter 30 Minuten, das sind 2 Ingame-Stunden, dann starten wir um 13 Uhr bis 15 Uhr und es geht um nicht alle Fische, sondern um einzigartige Kettenhechte, Kettenhecht und Kettenhecht in Trophäengröße. Okay, also geht es nur um Kettenhecht. Man muss sie behalten. Regelwerk. Machen wir hier mal größten Fisch. Ausrüstungsarten erlaubt sind Crankbait, Topwater, Blinker, Spinnerbait, nö, macht keinen Sinn bei Hecht. Normaler Köder, Grundrute ist erlaubt. Frischköder mit Schwimmer ist erlaubt. Insektenwürmer, Schwimmer ist erlaubt. Normaler Köder, Schwimmer ist erlaubt. Insekten, Grundrute ist erlaubt. Frischköder, Grundrute ist erlaubt. Jo, machen wir das so. Achso, Spinning kommt noch dazu. Spinning, achso, das ist ja sowieso Spinner. Spinning sind ja schon dabei. Genau, Crankbait, Topwater, ist ja alles Spinning oder Casting. So, erlaubt ist equipped. Machen wir Setzcacher, Stringer und Routenständer, Kajak und Motorboot. Ja. Also doch alles. Gut, alles erlaubt. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte nochmal wegen dem Pass. Ach da, ja genau. Privat, öffentlich, privat. Okay. Falls ich das jetzt erstelle und drin lasse, muss ich das Passwort ja auch noch wissen. Machen wir nicht FZ, sondern was, was man sich gut merken kann. Machen wir Hecht 1. Hecht 1 kann man sich gut merken. So, dann gehen wir auf Wettbewerb erstellen. Sind Sie sicher, dass Sie Wettbewerb erstellen möchten? Ja. So, dann kriegen wir es hier nochmal angezeigt. Na, manueller Start. Preispool sind 90, weil 10% wird immer abgezogen von dem, was man selbst noch reinschmeißt.
Ein Spieler ist bis jetzt drin, das bin ich, weil ich es ja gestartet habe. Kann man sich hier die Details nochmal angucken. 30 Minuten, Startgeld 100, Level 12 bis Level 50. Größter Fisch ist vorgesehen. Fische müssen behalten werden, das Ganze bei dem Wetter und Uhrzeit. Zielfisch ist Kettenhecht in allen drei Größen. Setzkescher, Stringer, Rutenständer, Kajak und Motorboot ist erlaubt. Ausrüstungsgegenstände, Crankbait, Topwater, Blinker und so weiter. Jetzt kann man das alles nochmal sehen. Und hier kann ich dann den Wettbewerb starten. Na, oder hier auf zurückgehen oder löschen. In dem Fall werde ich es mal wieder abholen. Ich gehe erstmal zurück. Und sehe jetzt hier, jetzt ist es eingetragen. Wird mir auch jeden Tag angezeigt, solange bis ich es gestartet habe. Na, hier sind noch andere angezeigt. Hier ist ein Whipping Willow, Level 50 von Brack 07. Jeder spielt für sich, also jeder gegen jeden. 200 Leute dürfen teilnehmen, Startgeld 100. Beginn um 1 Uhr. Aha. Das ist ja noch lange hin. So, dann kann man sich hier nochmal die Ansicht nochmal zeigen lassen. So. Und jetzt werde ich löschen. Ja, löschen. Erfolgreich gelöscht. Jetzt ist es voll weg. Auch wie die anderen Tage. So, und dann werde ich mich hier wieder anmelden. Bin hier schon ein paar Mal rein und raus, weil ich immer wieder, wenn man, sobald man eins selbst erstellt, frage mich warum. Man kann sich nicht für mehrere anmelden hinter, also man muss immer erst einen anmelden und dann auch spielen und dann kann man selbst eins erstellen oder sich wieder bei einem anderen anmelden. Bisschen blöd gemacht, finde ich. Bin bereit. Morgen um 14 Uhr geht's los. So, und dann will ich euch noch die neuen Ausrüstungsgegenstände zeigen. Das wäre einmal hier. Da haben wir die neuen Sachen. Und zwar sind das Offset-Haken. Die nimmt man anstatt die Jig-Köpfe. Dazu braucht man dann natürlich hier so ein Vorfach. Rig nennt sich das hier. Ist nichts anderes als ein Vorfach. Und weil man ja keinen Bleikopf hat, braucht man natürlich Bleigewichte. Die gibt es hier auch neu. Jo, und da gibt es dann jede Menge verschiedene Größen. Und auch verschiedene Rigs. Ne? Die Texas Rigs, die Carolina Rigs und die Drei-Wege Rigs. Da habe ich noch nicht ganz raus, was da der Unterschied ist. Bei den einen passen die Bleie, bei den anderen passen die Bleie. Bei den Drei-Wege-Rig passen, glaube ich, beide Arten. Oder? Muss ich mal ausprobieren. Hab noch nicht alles probiert. Eine habe ich mir schon mal ausgerüstet auf meiner Jigwinner. Das werde ich auch gleich mal zeigen, wie das dann aussieht. So, ne? Und dann gibt es hier noch Kunstköder neue. Und zwar diese Schwänze, die kann man an Spinner und Spinnerbait hinten dran hängen. Das zeige ich euch dann auch gleich nochmal einmal in der Ausrüstung. Und diese 10, 12 Stück. Und zwar sieht das Ganze so aus. Hier habe ich schon mal eine ausgestattet. Anstatt einen Jigkopf habe ich jetzt hier das vorfachmäßige Teil dran.
Nennt sich Drei Wege Wirbel Rig. Mit 6,8 Kilo in dem Fall. 1 Meter Länge habe ich gekürzt auf 61 cm. Dazu das Tropfenblei mit 10 Gramm. Den Offset-Haken Raute 2.0 und den 10 cm lila Wurm. So, mit der Ausrüstung kann man gut auf Zander gehen. Warum sie jetzt noch eine zweite Variante hier, so eine komplizierte Variante mit eingeführt haben, anstatt die Jigköpfe, obwohl die Jigköpfe bleiben ja weiterhin drin. Für Anfänger ist es natürlich viel einfacher, den Jigkopf, zack, und den Wurm. Brauchen wir hier nicht auf so vieles achten. Und hier rüste ich jetzt mal Spinnerbait aus. Wo haben wir die? Die haben wir hier. Nehmen wir hier mal so ein 28 Gramm Spinnerbait. Und hier unten haben wir die Schwänze, die man dazu packen kann. Für Forellenbarsch zum Beispiel in Florida würde ich den blauen nehmen und dann natürlich auch hier den blauen Spinnerbait oder den grünen Spinnerbait und den gelben Schwanz, weil der ist immer so grün-gelb, kann natürlich auch den grünen nehmen, völlig egal. Ja, so sieht das dann aus. Und Spinner, genau, Spinner kann man auch nehmen. Nehmen wir mal hier den 14 Gramm Spinner. Dann macht er den natürlich erstmal wieder weg. So, und in dem Fall würde ich hier den gelben dranhängen. Oder den grünen. Oder den roten. Je nachdem, welchen Fisch man angelt und was der so bevorzugt an Farben. Ich habe so auch schon in Florida mit der Kombination Forellenbarsche gefangen. Sonst auf Spinner beißen die nicht so gut, aber sobald man hier diesen Schwanz da hinten dran hat, ne, Spinnerschwanz 5 cm oder 6, kann ich schlecht lesen, irgendwie die Zahl ist so verwaschen. Ist das eine 5 oder eine 6? Gucke ich nochmal im Laden. Ja, hier kann man es besser lesen. 5 cm. Ja, so sehen denn die neuen Ausrüstungen. Das geht, die ganzen neuen Sachen gehen natürlich nur hier an die Spinning- und Casting-Routen. An die Routen geht es natürlich nicht. Obwohl ich mal was probieren wollte, weil hier gibt es ja nur das 19,5 Kilo Vorfach. Und wo waren die jetzt? Waren die hier? Nee. Wo waren jetzt die? Waren die hier? Ja, dass die sich nicht einig sind irgendwie, ne? Weil die Vorfach, normale Vorfachgeschichten sind hier, bei den Schnüren. Und die neuen Rigs, die sind hier. Ja, die Rigs sind hier. Und ich hätte gern dieses 20 Kilo Rig anstatt das 19,5 Kilo Vorfach. Aber wie ihr seht, ist es ausgegraut. Kann man hier leider nicht verwenden. Also wirklich nur an den Spinning-Routen, Karpfen-Routen natürlich auch nicht. Was ich schade finde. Und man kriegt auch hier an diese dann statt sowas hier, ne, statt dem, ich mach mal hier so, statt dem Wurm hätte ich jetzt gern einen Frischköder dran. Geht natürlich auch nicht. Ne? Also gehen wirklich nur an diese Geschichten, gehen nur hier diese Gummiköder dran, weil das Ganze, die drei Sachen ersetzen
den hier, den Jackkopf. Wofür das sein soll, frag mich nicht, keine Ahnung, ob das besser ist oder ein Jackkopf besser ist. Ich habe es ausprobiert, hier Emerald Lake auf Zander mit der Kombination hier, die ich hier hatte. Und zwischen Jackkopf 9 Gramm und den 10 cm Wurm. Oder dem Vorfach sind 10 Gramm Tropfenblei und den Offset-Haken mit dem Wurm. Macht keinen Unterschied. Beißen genauso gut oder genauso schlecht, je nachdem. Ja, okay, Leute. Das war's dann für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.